Hi und willkommen zurück zu einem neuen Update vom Bau des Flughafens. Ja, wie im letzten Update schon erwähnt, ist die lästige Vorarbeit nun erledigt gewesen. Der ganze Tisch ist mit Papier bedeckt. Und da dachte ich mir, jetzt mache ich mal eine schöne Stellprobe wie beim ersten Update. Ja, und an der Stelle muss ich schon mal sagen, es ist so ein geiles Gefühl, so einen Großteil seiner Modellsammlung einfach mal auszupacken und auf diesen riesigen Tisch zu stellen, um dann eine Stellprobe zu machen, wie der Flughafen zukünftig aussehen könnte. Das ist wirklich, ja, es ist einfach geil. Das kann ich nicht anders sagen. Ich bin richtig glücklich gewesen, als ich da die ganzen Flugzeuge ausgepackt habe und denke so, jetzt wird's lustig. Jetzt kann ich so konkret planen. Ne? Also jetzt beginnt so richtig der schöne Teil vom Bau des Flughafens, weil jetzt kommt so richtig die Freude hoch. Jetzt habe ich Spaß dran, was vorzubereiten und sage nicht die ganze Zeit, schon wieder Papier aufkleben. Nein, jetzt bin ich wirklich an einem Punkt angelangt, wo ich sagen kann, geil, jetzt mache ich wieder was am Flughafen. Ja, und so wird das jetzt die nächsten Updates auch weitergehen. Jedenfalls habe ich jetzt erstmal die Stellprobe gemacht. Ich habe nochmal alle Flugzeuge so aufgestellt, wie beim ersten Update, beziehungsweise fast so wie beim ersten Update. Im Grunde gesehen ist so gut wie alles eigentlich vom Plan her gleich geblieben. Also ich habe die Militärbasis nicht verändert, der Frachtbereich wird auch so gebaut, der Hangarbereich mit der individuellen Fläche darunter bleibt auch so, das Terminal 1 mit den kleinen Positionen und einer großen Position, die bis zum 380 geht, bleibt. Terminal 2 ist ein bisschen verändert, dazu komme ich aber gleich. Und dann gibt es ja noch die Vorfeldposition, die bleiben auch so, wie sie sind. Ja, aber eben beim Terminal 2, genau. Also die Reihe an Flugzeugen, die dort steht, die bleibt so. Die will ich so bauen und das finde ich an sich auch schön. Das Problem ist der kleine Teil dahinter. Dort sah das ja erstmal so aus, dass dort zwei Positionen sind, die bis zu 747 gehen. Und die sind da so quer aufgereiht. Allein aus dem Grund, damit die Flugzeuge eben auf dem Taxiway direkt am Anfang der Bahn draufrollen können. Soweit verständlich? Ich hoffe mal. Ja, die Sache ist, der Bereich, da bin ich mir halt noch einfach nicht einig, ob ich das wirklich so machen will. Es gibt nämlich noch effizientere Möglichkeiten, um diesen Bereich zu gestalten. Ich könnte auch genauso gut drei Positionen dort aufstellen, die bis zu 747-8 gehen. Mit dem Nachteil, dass der Taxiway nicht bis zum Anfang der One-Way reicht. Das heißt, ein 380 zum Beispiel, der ja diese ganze Bahn auf jeden Fall brauchen wird, weil die Bahn ist nicht sonderlich lang. Der muss dann wirklich dort drauf rollen, muss ans Ende der Bahn rollen und dort drehen. Das ist ziemlich umständlich, aber ich hätte eine Position mehr. Und es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, indem ich auch kleinere Maschinen dort aufstelle, weil es vielleicht sogar noch ein bisschen besser aussieht. Also dieser Teil bleibt vorerst leer. Ich weiß nicht, was ich dahin machen soll, wie ich das machen soll. Vielleicht bleibe ich beim ursprünglichen Plan, aber ich weiß es noch nicht. Das wird sich dann halt später zeigen. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu dem Punkt, warum habe ich denn so eine Stellprobe gemacht? Und es sind einfach die Platzhalter. Diese sorgen jetzt im Endeffekt dafür, dass ich mich beim restlichen Bau des Flughafens nicht verschätze, weil ich werde den Flughafen Abschnitt für Abschnitt immer weiter bauen. Wahrscheinlich, so ist der jetzige Plan, fange ich nämlich erstmal mit der Militärbasis an. Wenn die dann so grob fertig ist, mache ich mit dem nächsten Bereich weiter. Der Frachtbereich in dem Fall. Und da ist es so leicht, sich zu verschätzen. Ne? Da kann ich jetzt auch einfach sagen, ich mache den Militärbereich. Wenn ich den aber zu groß mache, wird das Terminal eventuell kleiner, weil ich mich von der Größe her verschätzt habe. Und das soll natürlich nicht passieren und deswegen diese Stellprobe. Das heißt, ich habe mit Bleistift überall mal so grob die Taxiways, Parkpositionen, alles mal eingezeichnet, wo das alles hin soll, damit ich nicht auf dumme Ideen komme und alles komplett verhaue. Es wäre ja blöd, wenn ich so einen großen Bereich des Flughafens fertig habe und dann merke ich, der Rest passt nicht mehr hin.
Das wäre nicht so toll. Aber damit habe ich jetzt natürlich mit der Stellprobe und den Platzhaltern einzeichnen, damit habe ich jetzt natürlich vorgebeugt, dass sowas nicht passiert. Tja, so viel zu diesem Update. Mehr ist nicht passiert und meine Güte, ich bin jetzt immer noch sehr glücklich, weil jetzt fängt es richtig an, Spaß zu machen, ja. Weil die Planung und letztendlich auch die Umsetzung macht selbstverständlich am meisten Spaß. Vor allem mehr Spaß, als nur Papier aufzukleben. Und mit diesen Worten beende ich dieses Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!